Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warptorio, wo wir hier auf einem Planeten gelandet sind, wo die Ressourcen nicht so ausgiebig sind. Wir werden trotzdem mal schauen, was sich da machen lässt. Links ist Kupfer. Die Bäume weg. Hier oben haben wir Eisen. Da sollten keine Klippen im Weg sein. Oder ein paar Bäume. Plattform ist doch größer, als ich gedacht habe. Dann versuchen wir es nochmals. Gut. Wo haben wir Kohle? Ich nicht. Möglicherweise liegt Kohle unter unserer Basis. Aber können ja auch extern nach Kohle suchen gehen. Da haben wir ein kleines Nest. Und wir sollten eigentlich auch nicht viele Aliens hier treffen, denn auf dieser Welt ist alles etwas kleiner. Sprich, wir werden wahrscheinlich auch nicht die großen Fortschritte machen, denn es fehlt uns dann irgendwann an Öl und Öl und was war das andere? Uran. Kiste. Oh. Kein Kernreaktor. Schade. Man kann nicht immer gewinnen. Nun, es sieht nicht so aus, als hätten wir hier übermäßig Ressourcen. Ich habe keine Kohle gefunden und auch kein Uranerz. Hier ein bisschen Rohöl, da ein bisschen Rohöl, aber das ist so wenig, das lohnt sich gar nicht. Drum denke ich mir, wir werden hier einfach mal ausharren. Und schauen, dass wir hier etwas forschen können. Und das sollte uns auch weiterbringen. Während wir warten, forschen wir doch hier etwas weitere Module, die wir dann in die Labore reinlegen können und so weniger von den Fläschchen verbrauchen für die gleiche Forschung. Und in der Zwischenzeit ist auch meine Rüstung vollständig aufgeladen. Hat ein bisschen gedauert, aber wir sind angekommen. Für die neuen Module brauche ich blaue Schaltkreise, Prozessoreinheiten, und die brauchen Schwefelsäure. Haben wir hier irgendwo? Ja. Dann machen wir doch einfach hier mal so einen
hin. Einmal rein, einmal raus. Rein. Brauchen wir einiges an grünen und ein paar rote. Aber wir brauchen natürlich Schwefelsäure, nicht Wasser. Versuchen wir es hier nochmal. Rein, raus. 1, 2, 3. Einmal hier. Dann nehmen wir halt einen solchen. Ja. Und dann bekommen wir irgendwann auch blaue Schallkreise raus. Das wird ein Weilchen dauern, bis wir da genügend haben, damit wir hier dann auch die Module machen können. Und hier im Keller könnten wir ja ein paar hiervon auf die Seite legen. Dann müssen wir die nicht von Hand machen. Und ich nehme mir wieder ein paar von den roten und den grünen in die Tasche. Und hier sind die ausgegangen. Darum produzieren wir keine blauen Fläschchen mehr. Wenn wir keine blauen Fläschchen haben, ist auch mit der Forschung schlecht bestellt, wo wir derzeit Leichtbau forschen, denn das sollte uns den Weg öffnen, die gelben Fläschchen zu forschen. Die gelbe Fläschchenforschung ist durch. Und für das hier, da brauchen wir 500 von den gelben. Ich glaube, ganz so weit sind wir noch nicht. Dann schauen wir doch mal, wenn wir unten im Keller dann irgendwann so weit sind, dass wir unsere Nuklearanlage da haben, dann brauchen wir vielleicht etwas mehr Platz. Fast überall, wo wir Module drin haben, habe ich auf die Zweier umgestellt. Nur hier sind noch die Einer drin. Aber ich glaube, die sind auch ohnehin schnell genug, denn wir legen immer noch Motorenbauteile auf die Seite, welche nicht hier für die Fläschchenproduktion verbraucht werden. Aber wir produzieren immer noch zu wenig Fläschchen, damit wir durchforschen können. Und das war die letzte Kohle. Sprich, wir gehen vielleicht mal nach Hause auf den nächsten Planeten, wo wir hoffentlich Kohle vorfinden, und ich gehe in der Zwischenzeit in den Keller, wo ich etwas Kohle aus meiner Tasche reinlegen kann, so dass wir nicht ganz im Dunkeln stehen. Haben wir auch noch etwas Holz, das wir verfeuern können. Und da
dann schauen wir. Okay. Kohle, Kohle, Kohle ist hier oben. Das schließen wir gleich mal an. Turm dahinter. Ach. So. Und dann natürlich auch Eisen. Ein schönes Feld. Ich glaube, heute müssen wir auch wieder Stein anschließen. Da reichen aber so viel aus und sieht ganz danach aus, als hätte ich zu wenig Förderbänder. Bauen wir ein paar Förderbänder und das Kupfererzfeld da ist etwas ungünstig gelegen, aber ich muss ja sowieso mit dem Auto unterwegs und vielleicht wird sich da was finden. Das Kupferfeld ist offenbar einfach nur ein bisschen ums Eck rum von dem See. Und ich habe auch Öl und ein Uranfeld gefunden. Vielleicht hängen wir zuerst mal Öl an, bis die Tanks voll sind. Und dann schauen wir, ob wir noch Zeit haben für Uran. Hierhin mache und das wahrscheinlich etwas besser. Okay, dann wo machen wir weiter? Ah, ja. 10 Minuten länger bleiben, das wäre was. Dann können wir vielleicht auch das Problem mit Uran und Uran und Öl lösen. Mit dieser Forschung abgeschlossen, können wir in die nächste gehen und ich glaube, dadurch können wir dann das so weit bringen, dass wir keinen Autotimer mehr haben, sondern effektiv sagen, wann geht es weiter. Aber ich müsste natürlich die Forschung starten. Jetzt mit der Forschung durch, welche gerade passiert ist, habe ich mir gedacht, machen wir doch das mal. Jetzt, wo wir kein Autowort mehr haben, können wir länger bleiben, sprich
Wir sollten vielleicht hier außenrum präventiv mal aufräumen. Nicht, dass wir gleich überrannt werden, so dass wir dann eigentlich auch die zusätzliche Zeit, die wir bleiben können, dass wir die auch ausnützen können. Wie ihr sehen könnt, haben wir nun hier in der Mitte einen Reaktor. Die Tanks sind fast voll, das heißt, es ist an der Zeit, hier zusammenzupacken und das Ganze nach drüben nehmen, wo wir noch etwas Uranerz einsammeln können, bevor wir dann auch auf diesem Planeten die Zelte abbrechen. So. Und zumindest für ein Weilchen sollten wir noch genügend Ruhe haben. Denn ich habe hier ziemlich aufgeräumt. So. Hier und hier. Dann brauchen. Okay, der die Forschung ist durch. Dann machen wir doch. Die ist billiger. Hat aber einen ähnlichen Effekt. Dann brauchen wir hier noch Strom. Wunderbar. Vielleicht auch ein bisschen Verteidigung. Man weiß ja nie, was einem da so erwartet. Genau, da kommen sie schon. Denn da oben habe ich noch nicht alles aufgedeckt. Beziehungsweise die Verschmutzung geht weiter als das, was wir aufgedeckt haben. Angriffe nehmen zu, so dass es langsam ungemütlich wird. Darum denke ich, packen wir zusammen. Ich bin inzwischen auch dabei, hier etwas zu bauen, was wir dann für unseren Kernreaktor brauchen. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen entfernt davon. Und kann da oben rechts, da knabbern sie immer an meinem Turm, da kommen sie auch in großen Horden. Da verballern wir auch einiges an Munition. Drum denke ich, packen wir doch hier zusammen und ziehen auf den nächsten Planeten, wo wir hoffentlich eine ähnlich gute Ausgangslage finden. Mit Öl, allen Erzen, vielleicht nicht allzu viel
allzu viele Aliens. Das wäre nett. Da, die knabbern sogar das Förderband an. Da kommen ja auch schon die Roten und ich habe auch schon Spucker gesehen. Yep. Und die Spucker, solange es nur die kleinen sind, ist das nicht weiter tragisch. Aber wenn dann die großen dabei sind, die spucken weiter. Oder die spucken weiter als die die Türme schießen können. Und dann kann es sein, dass wir so Türme verlieren. Okay. Gut. Dann hole ich mir hier das die Eisenerzplattform und die Kupferplattform, die lasse ich stehen. Die hole ich dann aus dem Keller. Also bis zum nächsten Planeten und tschüss!